Erfahre hier die reine Wahrheit über unser Ego. Erfahre, wie du dein Ego besiegen kannst und dein Leben dadurch automatisch glücklicher wird. Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Ego dich davon abhält, erfolgreich zu sein? Oder kennst du auch diese kleine Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, dass du nicht gut genug bist oder dass du etwas nicht schaffen kannst? Das Ego ist nicht dein Freund. Es ist der Teil von dir, der ständig versucht, etwas zu beweisen, besser zu sein als jemand anderes und sich um jeden Preis zu schützen versucht. Aber genau das ist es. Unser Ego ist es, was uns davon abhält, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Es ist das, was uns an uns selbst zweifeln lässt, was uns zurückhält und in der Vergangenheit stecken bleiben lässt. Und so erfahre jetzt, wie wir das ändern können. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal. Ich bin Autorin, Energietherapeutin und spirituelle Lehrerin. Ich zeige dir gleich 9 Schritte, die dich dein Ego ganz leicht besiegen lassen. Wie oft hast du dein Ego deinem Erfolg in die Quere kommen lassen? Wie oft hat dein Ego dich davon abgehalten, etwas zu unternehmen oder deine Ziele zu erreichen? Wenn es dir wie den meisten Menschen geht, lautet die Antwort sehr oft. Dein Ego kann ein großes Hindernis für deinen Erfolg sein. Oder hast du manchmal das Gefühl, dass du in einem Trott feststeckst? Oder kämpfst du damit, die Energie zu finden, um den Tag zu überstehen? Dann ist es vielleicht an der Zeit, dein Ego zu besiegen. Denn wenn unser Ego die Kontrolle hat, ist es schwierig, Fortschritte zu machen. Unsere Energie ist erschöpft und wir werden von unseren eigenen Selbstzweifeln aufgehalten. Unser Ego erzeugt eine niedrige Schwingungsfrequenz, die uns davon abhält, unser höchstes Potenzial zu erreichen. Schon Goethe hat gesagt, sobald du dir selbst vertraust, wirst du wissen, wie du leben sollst. Wie können wir also unser Ego besiegen und unsere Energie steigern? Hier sind nun die 9 Wege für dich. Der erste Weg: Erkenne dein Ego an. Der erste Schritt ist, dir bewusst zu machen, in welchen Situationen das Ego das Sagen hat. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Fühlst du dich unsicher oder ängstlich? Ertappst du dich dabei, dass du dich mit anderen vergleichst? Das alles sind Anzeichen dafür, dass dein Ego die Kontrolle hat. Der zweite Weg: Sei achtsam mit deinen Worten. Die Art und Weise, wie wir mit uns selbst und anderen sprechen, verrät sehr viel über unser Ego. Neigst du zu einer negativen oder wertenden Sprache? Machst du dich ständig selbst schlecht? Oder stellst deine Fähigkeiten unter den Scheffel? Diese Art des Redens stärkt einen negativen Blick auf uns selbst und hält uns in unserer aktuellen Situation fest. Der dritte Weg: Lass das Bedürfnis los, Recht zu haben. Das Ego versucht immer, sich zu beweisen, was oft zu Streit und Konflikten führt. Lass das Bedürfnis los, immer Recht haben zu müssen, und konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist. Der vierte Weg: Übe dich in Dankbarkeit. Eines der besten Wege, das Ego zu besiegen, ist, sich darauf zu konzentrieren, wofür wir dankbar sind. Denn wenn wir dankbar sind, befinden wir uns in einem Zustand der Fülle und unsere Schwingung erhöht sich automatisch. Der fünfte Weg: Meditiere. Meditation
ist ein mächtiges Mittel, um den Geist zu beruhigen und sich mit unserem höheren Selbst zu verbinden. Wenn wir meditieren, treten wir aus der begrenzten Perspektive des Egos heraus und hinein in einen Zustand des Friedens und der Klarheit. Der sechste Weg. Verbringe Zeit in der Natur. Die Natur hat eine Art, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Wenn wir von der Schönheit der Natur umgeben sind, fällt es uns leichter, unsere egozentrischen Gedanken und Sorgen loszulassen. Der siebte Weg. Sei nett zu dir selbst. Das Ego liebt es, zu kritisieren und Fehler zu finden. Aber wenn wir freundlich zu uns selbst sind, schaffen wir eine Grundlage für Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Selbstliebe ist eine große Wertschätzung dir selbst gegenüber und trägt reine positive Energie, die dich stärkt. Der achte Weg. Diene anderen. Wenn wir uns darauf konzentrieren, anderen zu helfen, verlassen wir ganz natürlich unsere egozentrische Perspektive. Wenn wir anderen dienen, fühlen wir uns nicht nur gut, sondern wir erhöhen auch unsere Schwingung und erweitern unser Bewusstsein. Der neunte Weg. Folge deinem Bauchgefühl. Folge dem Gefühl, was aus deinem Herzen kommt, wenn du eine Entscheidung treffen sollst. Denn dieses Gefühl aus deinem Herzen trägt deine Kraft und deine Liebe und du wirst weniger Fehler machen, als wenn du auf dein Ego hörst. Wenn du dich nun in einem dieser Wege oder den Dingen wiedergefunden hast, die ich gerade erzählt habe, solltest du überlegen, was du selbst verändern kannst. Wenn du feststellst, dass dein Ego öfters das Sagen hat, als du denkst, ist es Zeit für eine Veränderung. Es ist an der Zeit, von einem Ort der Liebe, der Freundlichkeit und der Fülle aus zu leben. Und wenn wir das tun, wird sich unser Leben auf eine Weise verändern, die wir nie für möglich gehalten hätten. Vertraue dir selbst und wisse, dass du zu Großem fähig bist. Du hast alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Dieses Video ist ein Lehrvideo und es möchte gerne von dir geteilt werden, damit möglichst viele Menschen aus den Worten lernen können und sich unsere Welt zu einer neuen Welt verändern kann. Danke, dass du heute hier warst. Abonniere meinen Kanal, um weiterhin wichtige Lehrvideos zu erhalten.